So, machen wir gleich weiter. Ich habe ja gesagt, in dem Video machen wir ein bisschen was zum Thema Zocken. Stimmt, bis mir aufgefallen ist, es gibt noch was anderes, was wir vorher machen müssen. Softwareverwaltung. Wir müssen ein paar Dinge installieren, die wir eigentlich brauchen, um überhaupt zocken zu können. Ja, von daher machen wir mal wieder groß, dass man auch was sieht. Ja. Was wir unter anderem brauchen, ist, wir müssen die Multilibs in Arch aktivieren, dass wir überhaupt an Steam rankommen. Das heißt, wir müssen die Paketverwaltung von Steam so ein bisschen modifizieren, dass wir da rankommen. Und das geht im Endeffekt auch sehr, sehr einfach. Und zwar müssen wir in der etc pacman.conf müssen wir nämlich etwas auskommentieren bzw. einkommentieren. Hier unten habt ihr nämlich Testing, Core, Extra und so weiter. Und hier unten gibt es das Multilib-Repository. Und bei euch sieht es wahrscheinlich so aus. So, und ihr müsst im Endeffekt diese beiden hier wegmachen. Dann damit aktiviert ihr das Multilib. Dann sagt ihr eben einmal speichern, beenden. Und dann könnt ihr nämlich jetzt, wenn ihr mal ein Yay SYYU macht, seht ihr, dass er euch hier das Multilib aktualisiert. So. Oh. Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen. ZFS. Ja, okay. Das wird sich in der Start. Das ist ein spezifischer Fehler von mir. Den könnt ihr eigentlich ignorieren. So, und jetzt könnt ihr nämlich auch suchen. Steam. So, und jetzt seht ihr auch, ja, Multilib, Steam Native Runtime und so weiter und so fort. Was ihr installieren wollt, ob ihr das Native Steam oder das Runtime Steam verwenden wollt, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe da noch keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Also er installiert bei beiden bestimmte 32-Bit-Libraries. Es funktionieren beide ohne Probleme. Ja, ich verwende das Steam Native. Wenn das zickt, dann verwende ich Steam Runtime. Ich muss mich nicht neu einloggen. Es funktioniert nahtlos. Es funktioniert ohne Schwierigkeiten. Von daher, ich nehme einfach die Native, weil Native ist in meiner Sicht. Ja, ich weiß halt auch nicht, was die Runtime wirklich macht. Ob das jetzt wirklich ein Wine im Hintergrund ist oder sonst irgendwas. Deswegen nehme ich eben immer Steam und Steam Native Runtime. Ich installiere beides. Ja, also yay minus s. Steam und Steam minus Native minus Runtime. Na, also er würde mir jetzt beides installieren. Ich habe es halt schon installiert, deswegen kann ich jetzt auch getrost Nein sagen. Ihr seht auch, es ist fast die gleiche Version. Also es ist ein meiner Unterschied, ein minimaler Unterschied. Und nachdem Steam zum ersten Start ohnehin sich selbst aktualisiert, sollte das Ganze im Endeffekt auch kein Problem sein. Also er lädt ohnehin beim Starten von Steam automatisch die neueste Version runter. Und wie gesagt, es funktioniert. Also ich habe da absolut keine Schwierigkeiten bisher gehabt. Damit habt ihr Steam installiert. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr eine zweite Festplatte habt, und ich hoffe, man sieht es, über die Einstellungen könnt ihr nämlich hier noch unter Downloads den Steam-Bibliotheksordner ändern. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel Storage/Storage ZFS, mein kleines ZFS-RAID hier eingebunden. Und meine ganzen Spiele gehen eben nicht auf meine NVMEs, die doch recht klein sind, sondern sie gehen im Endeffekt auf die SSDs, die 2 Terabyte, die ich da drin habe. Ja, also das heißt, da könnt ihr dann einfach ein Verzeichnis hinzufügen, könnt dann hier halt eben sagen, zum Beispiel Storage USB 1, was wir ja vorhin eingerichtet haben. Oder wenn ihr eine zweite Festplatte habt, sagt dann neues Verzeichnis erstellen, sagt da dann ja im Endeffekt Steam Library, okay. Ja, ich habe jetzt wie gesagt den USB-Stick nicht dran, aber da könnt ihr dann im Endeffekt diese. Na? Oh, ich habe einen Bug in Steam gefunden. Schön. Ah, jetzt geht's. So, damit könnt ihr dann eben die Library umlegen und dann ganz normal hier eben Rechtsklick installieren, Spiele installieren. Ja. Hier oben seht ihr übrigens Spiele, die Linux-kompatibel sind. Und hier kommen wir noch zu was Kleinem, was auch wichtig ist.
Und zwar Steam Play. Ja, Steam Play für alle anderen Titel aktivieren. Wenn ihr das wegmacht, dann zeigt ihr euch wirklich nur die Spiele an, die getestet sind, die hundertprozentig laufen. Und damit könnt ihr halt auch mal Spiele probieren, die nicht nativ unter Linux laufen, beziehungsweise die nicht getestet sind, die nicht hundertprozentig getestet sind. Und bei Spielen, die nicht hundertprozentig getestet sind, da ist euch zum Beispiel die ProtonDB, ist euch da ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Das ist die protondb.com. Also hier könnt ihr zum Beispiel hergehen und könnt dann prüfen, ich möchte jetzt ein Spiel spielen, zum Beispiel Killing Floor 2. Wie läuft es denn? Ah, Platin. Läuft perfekt ohne jegliche Änderungen. Das heißt, ihr könnt es im Endeffekt einfach nur hier Rechtsklick installieren, fertig spielen und Spaß haben. Es gibt im Endeffekt drei Kategorien, vier Kategorien, fünf eigentlich. Ne, vier, genau. Es gibt kaputt, läuft überhaupt nicht. Dann gibt es Bronze, Silber, Gold und Platin. Also doch vier, fünf, fünf. Wenn man kaputt mitzählt, sind es fünf. Bronze heißt, läuft, aber nicht wirklich gut. Also das heißt, man kann es zum Laufen bringen, aber es macht keinen Spaß zu spielen. Silber ist im Endeffekt so, ja, es gibt ein paar kleine Glitches, es gibt ein paar kleine Fehler. Das wäre zum Beispiel Sniper Elite 4 ist es, glaube ich. Ja, ist sogar schon Gold. Das wundert mich, weil das hat wirklich ein paar üble Bugs. Kann aber auch am Spiel selber liegen. Silber ist im Endeffekt, es gibt ein paar Probleme, der Launcher funktioniert nicht oder man muss irgendwie händisch noch Hand anlegen, dass es funktioniert, aber generell läuft's. Gold ist im Endeffekt, läuft perfekt nach einigen Anpassungen, also wie gesagt, man muss vielleicht das Spiel mit bestimmten Parametern starten und Platin ist eben perfekt, also man muss nichts tun, es funktioniert einfach. Wenn das auch ein bisschen optimistisch ist, weil meiner Erfahrung nach muss man immer ein bisschen nachjustieren. Meistens gibt es dann hier auch eben kleine Hilfen. Was muss man tun, damit es funktioniert? Gibt zum Beispiel immer das ist jetzt hier zum Beispiel etwas dürftig, aber ich nehme einfach Killing Floor als Beispiel, weil da habe ich selbst schon mitgearbeitet. Es müsste auch ein Review von mir, glaube ich, geben. Irgendwo. Egal. Aber prinzipiell, Game works perfectly. Man sollte Englisch können. Manjaro, bla 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 bla. Debian, Ubuntu, Mint. Boah, die haben meinen nicht veröffentlicht. Die haben vor 3 Monaten, die haben meinen Bericht noch nicht veröffentlicht. Das nehme ich. Ach doch, da ist er ja. ja, also, wie gesagt, angepasste Proton-Version zum Beispiel, Glorious Egg Roll. Sieht man auch dann hier, wie man so, zeige ich euch auch gleich, wie man so eine angepasste Proton-Version installiert. Was ich immer gerne mache, das hier. Das stimmt, es wirkt wirklich manchmal Wunder. Es gibt Schwierigkeiten mit manchen Spielen, dass die Maus ein bisschen hakt, dass das Spiel nicht flüssig läuft, dann kann man eben mit solchen Tweaks das Spiel ein bisschen modifizieren. Wie man sowas macht, zeige ich euch auch gleich. Und zwar eben, wie gesagt, bei Killing Floor, man geht hier auf Eigenschaften und sagt dann hier in den Startoptionen eben, also na, die Proton Flex gibt man in den Startoptionen an. Hier einmal kopieren. Na, jetzt ist mein Fenster wieder weg. So, und dann kann man das hier eben einfach so. Ups. Einfügen. So, dann hätte ich hier nämlich noch, was das Mango hat, das zeige ich euch auch gleich. Dollar Command ist dann eben das Spiel, was ausgeführt wird und das sind dann eben die Postflex, genau. Also das nach, was danach kommt. So, speichern, schließen. Damit habt ihr gespeichert. Und dann könnt ihr rein theoretisch Borderlands, Killing Floor, wo ist es denn da? So, könnt ihr es hier starten, spielen und Spaß haben. Das Mango HUD ist im Übrigen dieses kleine FPS-Hub, was ich immer hier oben drin stehen habe bei meinen Spielen. Das könnt ihr auch recht einfach installieren. Einfach mit yay-s Mango HUD. Was ich euch auch empfehle, ist
das GoVerlay zu installieren. Das heißt wirklich GoVerlay, also GoVerlay, das GoVerlay. Damit kann man MangoDB nämlich wunderbar konfigurieren. Einfach, gibt es da? Da, genau, GoVerlay. Das schaut dann so aus. Kann ich zum Beispiel sagen, für die GPU möchte ich die Temperatur wissen, wie viel Strom sie gerade verbrät, wie viel Arbeitsspeicher genutzt wird. Das Modell muss ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ich weiß ja, was für eine Hardware ich drin habe. Für die CPU möchte ich auch. Ja, den RAM brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil RAM weiß ich ja, wobei, wenn er mir jetzt sagt, wie viel gerade benutzt wird, wäre das schon praktisch. So, die Frametime brauche ich eigentlich nicht. Also mich interessiert es nicht. Wenn es irgendjemanden interessiert, dann könnt ihr euch das auch anzeigen lassen. Position, wo soll es hin? Schriftgröße. Ja, also die Schriftgröße könnt ihr noch setzen. Ich habe es halt bei mir immer auf 24, das reicht eigentlich. Wobei, ich glaube, ich hatte das auf 30. Egal, ich lasse es mal auf 24. Genau, Vulkan, Vsync, Unsync, GL, Vsync, Unsync, das will ich auch lassen. So, speichern. So. Und das war's. Dann können wir nämlich theoretisch mal gucken. MangoHard wird übrigens immer, also ein Spiel startet ihr im Endeffekt auch immer, indem ihr sagt, ich kann es mal bei einem anderen Spiel zeigen. MangoHard Prozent, Command, Prozent. Wenn ihr nämlich jetzt einfach nur MangoHard da reinschreibt, dann wird MangoHard im Endeffekt als Parameter des Spiels gestartet. Also in dem Fall zum Beispiel Skyrim.exe, Leertaste, MangoHard. Und es hilft uns nichts, weil wir müssen MangoHard vor dem Spiel starten. Also MangoHard muss angegeben werden vor der ausführbaren Spieldatei. Das heißt, es muss eben mit MangoHard Leertaste, Prozent, Command, Prozent angegeben werden. Entschuldigung, damit man dann eben auch weiß, okay, so sollte es eigentlich laufen. Ja, und damit kann man es dann eigentlich auch starten. Jetzt muss ich eben nur noch warten, bis hier die erstmalige Installation durchgelaufen ist, weil ich eben den, habe ich es geändert? Habe ich die Proton-Version geändert? Ne, habe ich nicht. Ah, aber ich habe eine, ja, genau. Da kann ich eigentlich mal. Aber wobei, er stellt es nicht automatisch. So, während das hier vor sich hin tickert, wo kriege ich eine Customized Proton-Version her? Vor allem, was ist der Vor- und Nachteil? Wie gesagt, manchmal ist so eine Customized Proton-Version gut, um ein Spiel zum Laufen zu kriegen, das vorher rumgezickt hat, das vorher nicht laufen wollte und das einfach Schwierigkeiten verursacht. Größtenteils sind eigentlich die Versionen, die von Valve selber kommen, eigentlich ganz praktisch und funktionieren auch. Aber prinzipiell, entweder ihr geht über die Proton.db und kriegt dann direkt den Link, woher ihr euch diese Version holen könnt. Na, in dem Fall wäre jetzt hier Glorious Egg Roll. Oder ihr googelt einfach danach. Na, also ich habe jetzt hier zum Beispiel immer also die Glorious Egg Roll habe ich immer mit drin, weil die bei manchen Spielen wirklich mehr Leistung bringen. Oder bessere Framerates bringen. Da muss man einfach ausprobieren. Das ist halt auch so ein Punkt bei Linux. Man muss es ausprobieren. Deswegen, na, also Proton lade ich mir dann im Endeffekt einfach hier runter. Proton, bla bla bla, .hgz. Ich habe es schon runtergeladen, deswegen jetzt nicht nochmal. Und was ich dann im Endeffekt mache, ist, ich gehe in meine Downloads rein. Oh, den Download, da gibt es noch nicht. Der ist wohl noch in meinem alten Profil. Genau. So, hier hätte ich dann na, meine Proton. Das kann ich hier aufmachen. Dauert ein bisschen. So, und das muss in meinem Home-Verzeichnis, na, also mein Home-Verzeichnis, in Steam, in Root. In diesen Ordner hier rein. Compatibilitytools.de. Diesen Ordner gibt es nicht. Den müsst ihr erst erstellen. Ja? Deswegen habe ich das Ganze mit Midnight Commander gemacht, weil F7 drücken, na, Verzeichnisname angeben, okay, und dann wird der Ordner erstellt. Und da mit Tab wechselt ihr übrigens den Ordner. Na? Also mit Tab hüpft ihr da hin und her. Könnt ihr nämlich hier einfach in das Proton reingehen, drückt F5, dann kopiert es einfach rüber. Na, bei mir würde er jetzt fragen, möchten Sie ersetzen? Kann ich ja machen, ist ja im Endeffekt die gleiche Version.
Also, ja, oder unterschiedliche Größe. Zack, 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 zack. Ja, kannst nicht überschreiben, das ist mir auch klar. Alle überspringen, bla 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 bla, weil da gerade eben Steam drin arbeitet. Fertig. Damit habt ihr die Customized Proton-Version installiert und müsst im Endeffekt nur noch Steam einmal neu starten, damit das Ganze eben auch verfügbar wird. Und ja, das war's im Endeffekt. Also ich könnte jetzt auch hier bei Killing Floor direkt sagen, na, Kompatibilität möchte ich hier nicht mehr Proton 13.4, sondern 21 GE1. So. Wenn ich jetzt neu starte. So, zack. Müsste er mir jetzt mit der angepassten Proton-Version starten. Mit Pech will er jetzt nochmal alles installieren und die First Install durchmachen, aber nee, wieder nicht. Genau, er startet. Und in meinem OBS werde ich jetzt dann, sobald Killing Floor gestartet ist, mal umschalten. Ja, es dauert immer ein bisschen. Also, wie gesagt, es ist der Nachteil bei Wine-Spiele starten unter Umständen ein bisschen langsamer als unter Windows, aber das ist ein Preis, den ich persönlich sehr, sehr gerne bereit bin zu bezahlen. Hängt natürlich auch ein bisschen von der verwendeten Hardware ab. Wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und natürlich eine NVMe darunter klemme, wird es natürlich wesentlich schneller starten als jetzt wie hier bei einem ZFS-RAID. Aber alles in allem, ja, man sieht es ja, glaube ich, auch in den früheren Videos von mir, dass das Ganze ein bisschen modifizierbar ist. Leider, leider, leider sind das alles Dinge, die ich. Oh, Bugsplat! Yay! Das ist den gleichen Fehler, den ich irgendwie. Das war der Grund, warum ich mein System neu aufgesetzt habe. Dass aus irgendeinem Grund ich immer einen Bugsplat kriege. Dass er eben das Spiel nicht starten will. Ich weiß nicht warum. Das muss irgendwie mit dem letzten Update zusammenhängen. Wobei, damit ist es beim letzten Mal gelaufen. Ich mag sowas, der Vorführeffekt. Es funktioniert, denkst du dir, ach, magst du ein Video? Magst das Video? Und es geht nicht mehr. Ich könnte jetzt eigentlich Pause machen und warten, bis das Spiel geladen ist. Aber ich bin mit dem Video jetzt erst bei 17 Minuten. Ah, okay, es lag an der Customized Proton-Version, dass es nicht funktioniert hat. Das meinte ich mit, man muss einfach mal durchprobieren. Und mein Mango-HUD wird auch nicht gehen. Weil ich nämlich alles neu installiert habe. So, nachdem es keine Startup-Videos gibt, kann ich jetzt eigentlich mal kurz hier raustappen. Und kann hier mal umstellen, dass er mir direkt Killing Floor holt. Kriege ich schon Sound? Nee, noch kein Sound. Ah, ich habe den Spielsound ja auch ausgestellt. Oh. Das ist Intelligenz. Ja, so gerne ich Killing Floor spiele, so nervig ist der Spielstart. Oder er zickt wieder rum, weil ich die Grafikkarte noch nicht komplett eingerichtet habe. Das kann natürlich auch sein. Oder er zickt mit Mango hart rum. Ach ja, ich habe ja alles neu installiert gestern. Ich habe ja alles gelöscht. Ach, scheiße. Dann liegt es daran. Dann muss ich hier jetzt mal irgendwie. Na, hallo? Meine Maus ist weg.
Ja, ich habe definitiv mit Mango hat noch einen Fehler gemacht. Einen großen Fehler gemacht. So, dann beenden wir mal Killing Floor. Oh, das ist ganz gut. Da kann ich nämlich dann direkt mal sagen, beziehungsweise zeigen, was noch gemacht werden muss. So, anhalten. Und zwar gibt es nämlich ein kleines Problem mit den neueren Proton-Versionen, weswegen ich wahrscheinlich auch den Bugsplat-Error gekriegt habe. Ich muss eine Datei bearbeiten. Und zwar liegt die auf meinem Storage ZFS. Und da kann ich mir eigentlich direkt mal hier einen kleinen Link anlegen. So. Steam Library, Steam Apps kommen und zwar das hier und der Entry Point hier. Den muss ich bearbeiten. Und zwar, ach, also ich weiß ja nicht, wie klein das bei euch ist. Bei mir kann ich da fast mal gar nichts sehen. So, und zwar muss hier was rein. Shift 4, Execute. Dollar. Zack, zack, zack. Das muss rein, wenn ich da nämlich Mango Hut ausführen will. Nach Proton-Version 5.0 war das, glaube ich, das Problem. So. Und nur um sicher zu gehen, weil vorhin hat er mir da einen Fehler angezeigt. Löschen wir das Ganze nochmal. Und entpacken es nochmal. Nur um sicher zu gehen. Raus. Raus. So, Eigenschaften. Kompatibilität. 20 GE Start. Hab's doch gewusst. Einmal beenden, einmal neu starten. Jetzt mag es gar nicht mehr. Habe ich mich da eventuell bei dem. Habe ich mich da vertippt? Ach, Experiment kann man auch mal probieren. Ist auch immer schön. Was will er hier? Ah, ja, er muss es erst runterladen. Proton Experimental ist unter anderem auch das, was ihr braucht, wenn ihr Cyberpunk spielen wollt. Nee, ich habe da irgendwas, habe ich da falsch gemacht. Shift 4 execute Dollar add Dollar in. Ah. Schreiben will gelernt sein. So, mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Ich mache jetzt mal kurz Pause, weil sonst warten wir jetzt wieder eine halbe Minute. So, es hat gerade funktioniert. Ich musste es nur noch mal stoppen, weil
kleiner Fehler meinerseits. Deswegen lasse ich es diesmal komplett durchlaufen. Also, es funktioniert jetzt. Wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich pausieren und dann mitten im Spiel nochmal aufs Knöpfchen drücken und dann wieder einschalten, bis mir dann eingefallen ist, ich muss Killing Floor ja erst konfigurieren, dass ich da auch wieder rauskomme, um das Video fortzusetzen. Deswegen muss ich jetzt nochmal beenden. Tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, es funktioniert jetzt auf jeden Fall. Und jetzt haben wir den Vorführeffekt. Jetzt nehme ich auf, jetzt braucht es wieder stundenlang zu starten. Aber ist da, funktioniert. So, mein HUD hier oben funktioniert auch. Kann ich jetzt raustappen? Nein, ich kann nicht raustappen. Ah, doch, kann ich. So, das heißt, ich kann hier nämlich jetzt mal umstellen. Ihr seht, hier oben hat sich nämlich jetzt auch die, hier, da hat sich nämlich jetzt auch das Logo geändert. Jetzt nehme ich nämlich direkt das Spiel auf und dadurch habe ich wesentlich weniger Last beim Aufnehmen. So. Video. Ich möchte nämlich. Das möchte ich anhaben. Ich habe einen 144 Hz Monitor. Das sollte das eigentlich kein Problem sein. Genau. Variable Frame darf sein. FX möchte ich hier auf. Ach, ich kann hier eigentlich alles. Hoch. Was ich nicht haben möchte, weil es mich persönlich eigentlich immer stört, ist die Schärfentiefe und die Bewegungsunschärfe. Die möchte ich nicht haben. Die nerven nämlich tierisch beim Zocken. Ah, abgestürzt. Nee, nur ein Witz. Jetzt wird das Spiel neu gestartet, weil ich die Grafikeinstellungen abgeändert habe. Das ist auch sowas, was mich bei Killing Floor immer tierisch annervt. Aber ihr habt gesehen, funktioniert. Kaum macht man es richtig, kann man auch mal zocken. Von daher werde ich jetzt auch, ich werde jetzt auch keine Runde Killing Floor spielen. Ich werde es einfach nur mal so. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt macht er mir Killing Floor auf dem falschen Fenster, auf dem falschen Monitor auf. So, switchen wir mal wieder hier auf das alleinige Killing Floor Fenster. Ja, ich bin kein Inhalt, ich bin nur ein Platzhalter. Ach nee. Zack. So. Ja, jetzt könnte ich rein theoretisch. Evakuierungsstelle, Feuerteufel. Können wir doch einfach mal kurz gucken, ob das Spiel auch wirklich so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, er bleibt auch bei 60 FPS. Was die Aufnahme angeht, das ist es eigentlich ganz gut. Habe ich meine Spieleinstellungen noch so, wie ich sie eigentlich haben will? Jawohl. Nein. Einmal. Granate werfen hatte ich hier. Schnelle Heilung hatte ich hier. Letzte Waffe hatte ich hier. Also, wie gesagt, es wird keine volle Runde Killing Floor, das würde ich jetzt einfach nur mal. Oh, oh ja. Oh ja. Nee, nicht Video. Sets sind nahe. Waffen entsichern. So, guckt auf die Framerate. So, macht das doch mal. Und ihr seht, das ist kein Aimbot. Ich bin schon mehrfach darauf hingewiesen, ich soll den Aimbot ausschalten. Nein, das ist kein Aimbot. So, aber genug gezockt. Mir ging es ja nur darum zu zeigen, wie man es einrichtet. So.
So, ich hoffe, das hat euch bei Steam so ein kleines bisschen geholfen, wie man auf Linux zockt. Es gibt noch ein Tool, was ich sehr, sehr praktisch finde, was besonders toll ist mit Good Old Games. Und das ist Lutris. Das wäre der nächste Punkt. Yay minus S Lutris. Lutris ist im Endeffekt ein Spiel-Launcher, der automatisiert, wenn man zu doof zum Tippen ist, der automatisiert Spiele runterladen kann und eben auch starten kann. Und ja, das sind meine ganzen Steam-Spiele. So, im Fenster anheften. So, Lutris is starting. Warum machst du mir das immer alles auf diesem ganzen... Ja, so. Also, Lutris ist im Endeffekt ein sehr, sehr cooles Ding, weil zum Beispiel... Kann ich hier nämlich sagen, Install, na, wo soll es runtergeladen werden, wo soll es hingespeichert werden. Und genau, jetzt fängt er eben an, hier alles runterzuladen, was er braucht. Was man vorher machen sollte, bevor man Lutris verwendet. Einfach nur, um auch der Community ein bisschen zu helfen. Unter Lutris, was war das, .com oder .de, .net. Erstellt euch einen Account. Kostet nichts, ist völlig gratis. Allerdings könnt ihr euch hier dann direkt einloggen. Na, wo habe ich denn meine Passwortdatenbank? So, dann könnt ihr euch bei Good Old Games einloggen. Ne? So, und das Schöne ist, wenn ihr euch nämlich euren Account bei Good Old Games verknüpft, seht ihr nämlich direkt, was für Spiele habt ihr in eurer Datenbank von Good Old Games und könnt die nämlich direkt über Lutris installieren lassen. Und das ist nämlich was richtig Schönes. Vor allem, jetzt könnt ihr theoretisch noch Humble Indie Bundle, könnt ihr euch auch noch einloggen. Nur ich glaube, da gab es irgendwie Schwierigkeiten mit dem Login. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile behoben haben. Das muss ich aber leider hier rausziehen, weil das könnte etwas heikel werden. Genau, der will nämlich den Zwei-Faktor haben und damit gab es immer Schwierigkeiten. Nee, er hat es genommen. Ha, das haben sie echt gefixt. Cool. Damit wären meine Humble Indie Bundle Spiele auch alle drin. Das ist nett. Das funktioniert. Aber wie gesagt, installieren eines Spiels. Wo habe ich es denn? Was ich aber ohnehin machen muss, ich muss es erstmal einrichten. Preferences. So. Minimize when a game is launched. Ja. So, System Information, System Options. Default Installation will ich ja nicht hier haben. Die will ich ja in Storage ZFS haben. Und zwar Lutris. So, Disable Lutris Runtime. Ja, doch, das kann man anlassen. FPS-Counter Mango hat. Enabled by Vulkan. Wenn das hier ist interessant, wenn ihr einen Laptop habt, der eine Intel-Grafikkarte und eine Nvidia-Grafikkarte habt, solltet euch dieses Wunder gelingen, dass ihr beide Grafikkarten gleichzeitig ansprechen könnt. Sollte es euch bei diesen beschissenen Linux-Treibern von Nvidia wirklich möglich sein,
das zu tun. Und ich rede hier nicht von Nouveau, ich rede von den wirklich von den proprietären Treibern von Nvidia, die Nvidia selbst für Linux veröffentlicht. Die sind nämlich richtig scheiße. Sagt mir wie. Dann könnt ihr nämlich diesen Schalter hier umlegen, könnt dann auf eurem Desktop Linux verwenden, also das, die ganz normale Intel-Oberfläche, und könnt eure Spiele trotzdem mit der Nvidia-Grafikkarte zocken, also so wie es unter Windows auch geht. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, das hinzukriegen. Trotz zigtausend Anleitungen, ich habe es nicht geschafft. Da schließe ich mich Linus Torvalds an. Fuck you, Nvidia. Das ist wirklich die... Nee, also richtig beschissen. So. Ich habe eigentlich normalerweise immer nur... Ja, das reicht eigentlich, genau. Ich wollte nur meinen Installationspfad ändern. Und was wollte ich? Dungeons 3, Elex, Firewatch, Everspace. Das wollte ich installieren. So, genau, als Beispiel. So, Install. Wo soll's hin? Ich schmeiß zum Beispiel das GOG hier raus, weil noch ein Folder brauche ich nicht. So, wo kriegt das her? Download, Download. No. Feuer frei. So, jetzt lädt er mir automatisch von GOG die Installationsfiles runter. Und ja, er lädt es wirklich runter. Das ist eine Gigabit-Leitung, deswegen macht er das Ganze so schnell. So. Oh, und installiert eben Everspace. Und das Schöne ist, ich glaube, Everspace ist sogar der native Linux-Client. Also wenn eine Linux-Version von einem Spiel verfügbar ist, wie zum Beispiel Factorio, hat ja auch einen nativen Linux-Client. Ja. Lädt er sich auch die Linux-Version runter und macht keine Emulation oder Simulation mit Proton oder sonstigen anderen Sachen. Und hier ist, glaube ich, auch das Problem, dass das Proton nicht direkt verfügbar ist. Aber das sehen wir gleich. Ach ja, das war der native Linux-Client. Ich brauche irgendein kleines, popliches Windows-Game. Ich habe aber kein kleines. Ja, Diablo müsste eigentlich so ein kleines publiches Windows-Game sein. Ah, nee, Linux. Klaus. So, mal gucken. Games Factorio. Configure. System Options, Runner Options. Nee, weil es eben ein natives Linux-Spiel ist. Ich versuch's mal anders. Runner Wine. Genau, Wine-Version. Ihr seht, hier habe ich nur System drin. System und Custom. Hier habe ich kein Proton drin. Und um Proton da reinzukriegen, das ist ein bisschen fieselig. Ich mag es immer über den Commander, weil da kann ich eben auch direkt ein bisschen... Ich mag einfach die Konsole. Ich bin ein Konsolenfan. So, und zwar war das, glaube ich, Config Lutris Runners. Genau, ich muss erstmal irgendeinen Runner installieren. Platforms Runners Wine. Konfiguriere. Also muss ich doch erstmal irgendein Spiel installieren, das den Runner mir lädt. Der wäre auch fertig. Aber ihr seht jetzt beispielsweise Everspace, zack, Play. Also es funktioniert. Also er installiert mir automatisch das Spiel und ich kann es auch über den Lutris Launcher starten. Und könnte hier jetzt auch das Zocken anfangen. Also über Optionen kann ich natürlich auch noch Vollbild machen, also ist alles kein Thema. So, aber your library.
brauche irgendein kleines Spiel, irgendein kleines Windows. Blood Rain ist ein kleines Windows-Spiel. Genau, Weinlutris. So, ich brauche da eigentlich gar nichts. Ich brauche nur das blanke Spiel. Ihr seht, es ist auch mit 800 Megabyte unglaublich riesig. So, choose horizontal resolution. Vertical. So, wohin konnte das Wine-Mono-Paket nicht finden, installieren. So, aber egal, in der Zwischenzeit sollte nämlich jetzt hier im Runner. Dann war das nicht hier. Ah, deswegen immer schon gucken. Dann war das nicht unter der Config, sondern unter Local Share Lutris Runners Wine. Genau. Hier sind wir daheim. Hier müssen wir hin. Und da müssen wir uns nämlich aus unserem Steam Root Compatibility Tools Dist. Den Spaß brauchen wir hier. So, das heißt, hier erstellen wir uns jetzt einen neuen Ordner. Proton-5.21-G. Und da muss der Spaß hier rein. So, und dann können wir gleich noch sagen, Proton-Experimental. Und da müssen wir jetzt nach ZF. Was? Ach. Ich bin ja nicht auf dem Server. So, die Installation kann ich eigentlich abbrechen, weil ich will das Spiel ja nicht. Ich wollte ja bloß die Runtime haben. Storage, ZFS, Steam Library, Common. Proton Experimental, das nicht runtergeladen ist. Da ist es Proton Dist. Das brauche ich. So. Und damit Close. So, den Installer habe ich abgebrochen. Das heißt, er hat mir es genau. So, wie kriege ich ein Spiel wieder los, wenn es nicht mehr haben will? Delete, uninstall. Ja. Weg. Das war's. So, aber jetzt müsste ich nach einem Neustart. Müsste ich jetzt eigentlich. Genau, Proton und Proton Experimental drin haben. Genau das, was ich wollte. Perfekt. Jetzt kann ich nämlich theoretisch, wenn ich irgendwann ein Spiel installiert habe, die über. Über die Konfiguration hier kann ich dann nämlich bei Windows-Spielen auch sagen, ich möchte es über Proton laufen lassen und nicht über Wine. Aber ja, das war der nächste Punkt, den ich noch machen wollte. Aber gut, machen wir es doch einfach mal wirklich, um es euch zu zeigen, wie es geht. Ich muss es ja nicht nochmal neu runterladen, ich kann es ja jetzt. Es ist ja schon da. Ne, Source Download sollte eigentlich schon runtergeladen sein. Oh. Ja, man kann irgendwo in Lutris noch einstellen, dass er heruntergeladene Sachen auch behält. Wo ist mein Download-Ordner? Warum habe ich keinen Download-Ordner? Das. Ich fühle mich unkomfortabel. Na egal. Einmal, zweimal.
Komisch, ich konnte das mal einstellen. Schade. Ah ja, hier kann ich noch andere Runner mit hinzufügen. Ich kann zum Beispiel auch direkt Emulatoren hinzufügen, zum Beispiel für die Wii. Ja, GameCube und Wii Emulator, die DOS-Box kann ich hinzufügen, die ich auch für ein paar ältere Spiele zum Beispiel gebrauchen kann. Was ich auch machen kann ist, wo ist es denn? PCX2 ist PlayStation 2 Emulator, damit kann ich PlayStation 2 Spiele über Linux zocken. ScumVM, ja, ist auch für ältere Spiele interessant. SNES für Nintendo, für Super Nintendo Spiele. Und es gibt irgendwo auch noch einen Nintendo 64 Emulator, habe ich gesehen. Dreamcast Emulator. Also wie gesagt, die ganzen Runners sind schon richtig, richtig cool. Vor allem kann man sich irgendwo einen kleinen Indel Nook holen und kann über Lutris diese ganzen alten Super Nintendo Spielchen da so reinschmeißen. Ah, Nintendo Switch Emulator, Yuzu, Doom Game Engine, Web, Virtual Jaguar, Atari, Commodore, PlayStation 3 Emulator. Oh, PlayStation 3 Emulator, kann man auch mal mitnehmen. Gibt noch weitere Konfigurationen, die man dann machen muss, wie dass man bestimmte BIOS angeben muss und was weiß ich was. Aber das ist schon. Also es sind übrigens nur die Runner. Es ist nicht das Tool selbst. Ah, das muss man selbst noch nachinstallieren. Also es ist. Oh, okay. Okay, da hat er sogar den Emulator mit installiert. Das ist ja cool. Ich krieg's noch nicht mehr zu. Ah, machen wir erstmal hier fertig. Blood Rain verlassen. Ich möchte es nicht starten. Close. So, und warum kann ich dich nicht schließen? Habe ich da irgendwo ein Fensterchen? Ja, ich habe ein Fensterchen übersehen. Es konnte nicht gefunden werden. Okay. Okay. So, und jetzt müsste ich es eigentlich. Ah, genau. Jetzt will er hier, dass ich die Konfiguration mache. Und da fehlen wir halt leider ein paar Module. Die muss ich erst noch nachinstallieren. Aber theoretisch müsste das eigentlich. Ja, PlayStation 2 Konfiguration ist schön, wenn sie funktioniert, aber widerlich zu konfigurieren. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall Lutris. Lutris haben wir jetzt ein Windows-Spiel installiert. Und zwar Blood Rain. Und hier kann man dann nämlich jetzt sagen, Configure Runner Options zum Beispiel mit Proton. Save. Und jetzt müsste das aber auch. Genau. Play. Ich hoffe, die Aufnahme überlebt es. Sieht gut aus. Also die Aufnahme hat es zumindest überlebt. Ich glaube, ich habe mir gerade eben den Monitor zerschossen. Ja, also ich könnte jetzt theoretisch sogar anfangen zu zocken. Aber ihr seht schon in der Aufnahme, das ist Training. Normal. Ah, das ist ein richtig altes Spiel. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie alt ist denn das? Zumindest der Sound geht mal gar nicht bei dem Spiel.
Oje, oje. Also die Maus ist definitiv viel zu sehr, viel zu. Ja. Nee. Nee. Es funktioniert. Also ich habe euch gezeigt, wie man da ein anderes Profil reinsetzt und ja, ich weiß gar nicht, warum ich mir das damals gekauft habe. Ich hatte das irgendwie cooler in Erinnerung. So. Und wenn ihr das übrigens so wieder deinstalliert, dann. Warum macht ihr mir das eigentlich immer so eingequetscht? ZFS Storage. ZFS. Sollte das eigentlich auch hier komplett weg sein? Also es ist nur Everspace und Factorio oder alles andere wurde gelöscht. So, das waren so ein paar Anfänge. Wie kriege ich Zox unter Linux zum Laufen? Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Was noch aussteht, ist das Video über Hardening. Wie kann ich Linux ein bisschen absichern? Ist gar nicht mal so schwer. Es gibt ein paar Standardtricks, Standardtipps, die man machen kann. Nachdem ich die bei mir eh noch machen muss, kann ich das auch gerne mal aufnehmen. Das Problem ist da nur, ich muss mir mal aufschreiben, was ich da noch alles mache, dass ich da nicht wild irgendwie von links nach rechts hüpfe. Aber gut, jetzt werde ich erstmal die beiden Videos hochladen. Bei Fragen einfach in die Kommentare oder ich glaube, ich kann den Discord auch mal verlinken. Naja, ich hoffe, es war wenigstens ein bisschen erfolgreich.